Moin zusammen. Wie ihr seht, sind wir hier wieder an der Kollaustraße, aber heute bleiben wir mal nicht hier, sondern nehmen euch mit auf eine kleine Reise. Und zwar geht es zusammen mit der Mannschaft zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Kommt mit! Da sind wir also und melden uns hier mit schönen Grüßen aus Freiburg. Wir haben die Reise gut überstanden und freuen uns jetzt auf die Partie gegen den Sportclub heute Abend. Bevor wir uns jetzt aber mit dem Blick auf das Spiel richten, haben wir uns mal mit Präsident Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann unterhalten. Und die beiden haben uns erzählt, was sie mit der Stadt Freiburg verbindet. Ich treffe da viele, die auch jetzt in der Laufe der letzten Zeit dazugekommen sind. Wir haben auch ein schönes Geschenk mitgebracht für einzelne Weggefährten des SC Freiburg, die über die letzten Jahrzehnte maßgeblich zu diesem riesigen Erfolg dieses Vereins beigetragen haben und auch für den Stadionbau, der ja heute eröffnet wird, mit unserem Testspiel dann seinen neuen Anfang findet. Und wir haben kleine Figuren erstellen lassen für diese Protagonisten, die dann auch bei uns im Stadionmodell sowohl auf den Gästetrainerbänken als auch in den Gäste-Separés dann ihre Heimat finden werden. Und ich freue mich sehr über das Treffen mit Menschen wie Volker Finke, Christian Streich, dann natürlich posthum Achim Stocker, Heinrich Breit, Olli Leki, Jochen Seyer und Fritz Keller. Das sind alles Weggefährten, die diesem Verein hier über Jahrzehnte wirklich viel mitgegeben haben. Und es ist ein unfassbarer Erfolg. Es ist ein Verein, wie wir ein Verein sind. Und ich freue mich und bin super dankbar, dass wir hier das erste Spiel im Stadion machen dürfen. Jeder, der gesund ist, spielt. Am Freitag in Rostock musste sogar wieder einer ran, der schon ausgemustert war bei den Profis. Andreas Bornemann ist nicht einmal auf dem offiziellen Mannschaftsfoto. So wie die Situation halt im Moment ist, das hat sich eigentlich am Anfang von der Saison nicht angedeutet, dass es so weit nochmal kommen wird, dass ich bei der Profimannschaft aufschlagen muss. Aber eben die Situation ist, wie sie ist, und das war nicht so geplant, deshalb auch nicht auf dem Mannschaftsfoto. Ich habe hier sag mal, als Jugendspieler, nachdem ich vom FC Neuenburg sozusagen nach der B-Jugend hier zum SC Freiburg gekommen bin, also da noch die A-Jugendjahre, dann den ersten Profivertrag sozusagen mit der ersten Mannschaft als junger Spieler damals in der U23 viele Jahre als Kapitän gespielt und dann quasi während der Zeit des Studiums auch schon diverse Praktika im Verein absolviert und das hat dann am Ende natürlich auch mit der Entwicklung des Vereins auch dazu geführt, dass man mir damals das Projekt Freiburger Fußballschule, das NLZ, anvertraut hat in der Planung und letztendlich danach auch Ausführung und am Ende dann sogar auch noch in der Leitung. Nun wird es also Zeit, den Blick ein bisschen in Richtung Spiel heute Abend zu richten. Mit einem braun-weißen Bus geht es für unsere Mannschaft nachher in das neue Stadion des SC Freiburg, was damit heute eröffnet wird. Wir nehmen euch jetzt noch so ein bisschen mit in den letzten Ablauf vor der Partie. Die Mannschaft fährt dann rüber, macht sich dort bereit und wie das so aussieht, da gucken wir jetzt zusammen drauf. Ich denke mal jetzt, die meisten werden ein bisschen die Zeit für sich nutzen auf dem Zimmer. Ich werde auch gleich noch ein Schläfchen machen und ja, Pre-Match-Meal. Besprechung und dann geht's ab ins neue Stadion. Ich denke mal, das ist immer mega, wenn du ein Testspiel hast und auch halt vor einer gewissen Kulisse spielst. Ich weiß nicht, wie viele heute da reinkommen, aber wird bestimmt nicht nur ein paar Menschen sein, werden schon ein paar reinkommen. Und da macht es natürlich immer ein bisschen besonders Spaß, wenn man da ein paar Leute mehr im Stadion hat und eine Atmosphäre. Und natürlich ein brutaler Gegner, der momentan, glaube ich, sehr, sehr gut drauf ist in der Bundesliga. Ungeschlagen, soweit ich weiß. Und ich denke mal, es macht für uns alle Sinn und auch viel Spaß, auch für die Spieler, die noch nicht so viel gespielt haben in der Saison. Das ist natürlich immer wieder ein geiles Spiel. Für mich brutal wichtig, vor allem, dass wenn du halt ein Testspiel hast, dass du so einen Gegner hast. Klar ist, dass ich halt auch in der zweiten Mannschaft ab und zu meine Spiele sammle, aber man muss ja sagen, Bundesliga ist und die vierte Liga ist das ja nochmal ein Unterschied. Und demnach ist es für mich natürlich ein brutales Schaufenster, wo man einfach spielen kann und sich mit den Besten duellieren kann. Und demnach vor Dresden ist es natürlich wahrscheinlich nicht so schlecht, so einen Gegner zu haben. Jetzt hier im neuen Europaparkstadion des SC Freiburg. Gerade gab es eine kleine Eröffnungsfeier. Man hört hier schon den Gästeblock, vor dem wir stehen. Schön, dass so viele von euch mit dabei sind. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel und sind gespannt, wie die Partie ausgehen wird. Bis später.
Ja, Leert, heute 3:0 beim Tabellenvierten der Bundesliga. Ein Test, mit dem man unterm Strich zufrieden sein kann? Ja, ich finde, das Ergebnis fällt auf jeden Fall höher aus, als das Spiel aussah. Ich finde, wir hatten sehr viele gute Aktionen, gute Akzente auch nach vorne, die wir gesetzt haben. Nichtsdestotrotz haben wir auch genug Fehler gemacht, die wir jetzt aufarbeiten müssen in so einem Testspiel. Und dass Freiburg eine Mannschaft ist mit einer Klasse, die kleinste Fehler bestraft, das hat man heute auch gemerkt. Kein gutes Ergebnis. Wir hätten schon gern was mitgenommen hier. Aber es war auf jeden Fall ein guter Test, vor allem für die Jungs, die jetzt lange hinten dran waren. Die haben schon ordentlich Minuten sammeln können auf einem super Niveau. Und ich glaube, das ganze Paket hier heute vom Spiel her, von der Atmosphäre, Stadion hat gepasst. Die Einweihung des neuen Stadions von Freiburg ist eine Ehre, dabei zu sein. Ist für uns als Verein richtig cool. Hat auch tierisch Spaß gemacht und hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Reise nach Freiburg. Nach ganz langer Zeit heute für dich mal wieder ein Spiel für den SC Freiburg im neuen Stadion gegen den FC St. Pauli. War das heute der perfekte Tag für Johannes Flum? Ja, besser geht es wirklich nicht. Ich habe mich so dermaßen gefreut, dass Christian Streich mich mitgenommen hat. Das ist so eine tolle Geste von ihm und weiß ich wirklich mega zu schätzen, dass ich dabei war, dass ich jetzt noch ein paar Minuten spielen durfte gegen meinen Ex-Verein, wo ich super gerne war und bei meinem Heimatverein, das mehr geht nicht. Ja, unterm Strich war das doch auf jeden Fall ein wertvoller Test gegen den Bundesliga Vierten, aus dem man sicherlich gute Erkenntnisse mitnehmen wird. Wir sind jetzt hier schon wieder am nächsten Tag in Freiburg. Das Wetter ist gut, die Stimmung auch. Und heute geht es dann für die Kiezkicker zurück nach Hamburg, bevor dann dort ein freies Wochenende ansteht. Wir nehmen euch jetzt nochmal mit auf die Rückreise und auf den zweiten Tag hier in Freiburg. So, da sind wir also wieder an gewohntem Ort an der Kollaufstraße. Wir sind gut zurückgekommen und zum Ende der Folge könnt ihr jetzt noch etwas gewinnen. Was das ist und wie das geht, das seht ihr jetzt. Bis dahin, Forza St. Pauli. Rund um das Spiel in Freiburg haben wir ein paar einzigartige Polaroid-Fotos aufgenommen, die ihr jetzt gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und euch auf unserer Homepage für das Gewinnspiel anzumelden. Den Link zum Gewinnspiel sowie die Teilnahmebedingungen findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Glück!